nach der Pandemie. Wie schaffen wir es, gestärkt aus der Corona-Pandemie hervorzugehen, statt in die alte Normalität zurückzufahren? Wir glauben, es ist Zeit für ein Update. Und ein Update ist nur möglich, wenn wir jetzt alle anpacken, wenn wir gemeinsam die Ärmel hochkrempeln, wenn diejenigen, die Herausforderungen haben, die Herausforderungen vor Ort erleben und erlebt haben, zusammenkommen mit denen, die Ideen und Lösungen haben. Dieses Update ist nur möglich, wenn wir alle zusammen anpacken, aus allen Sektoren, aus allen föderalen Ebenen, aus allen Regionen in Deutschland. Deutschland lebt vom gemeinsamen Handeln. Das haben wir uns vorgenommen. Und dieser Geist ist bereits jetzt Realität. Dutzende Partner aus der Zivilgesellschaft haben sich zusammengeschlossen, haben die Idee von dem Zukunftslabor gemeinsam entwickelt, starten Update Deutschland zusammen. Alle föderalen Ebenen sind von vornherein dabei, haben bei der Idee sofort gesagt, sie sind voll an Bord, vom Bundeskanzleramt, Landesregierungen, viele Dutzende von Kommunen. Alle haben gesagt, jetzt ist Zeit für ein Update, wir machen den Aufbruch. Update Deutschland, damit schaffen wir eine Community. Update Deutschland sind die Menschen, die jetzt anpacken, die in den nächsten Wochen und Monaten mit uns anpacken. Alle, die heute schon dabei sind, alle, einige hundert sind ja jetzt hier schon mit dabei, sind der Start dieser Community. Erst der Beginn. Alle können mitmachen. Alle Kommunen, alle föderalen Ebenen, alle Privatpersonen, alle Organisationen. Alle können dabei sein. Mitbringen muss jeder nur eins: die Begeisterung gemeinsam anzupacken, gemeinsam zu gestalten. Das ist das einzige Kriterium. Wir gehen damit einen neuen Weg der Problemlösung. Wir machen den nächsten Schritt von Open Social Innovation. Und Update Deutschland ist vor allem das, was wir ab heute gemeinsam in den nächsten Wochen daraus machen. Es ist eine Plattform, die wir mit Leben füllen können. Und in den nächsten 55 Minuten, heute in dem Auftakt, nutzen wir die Zeit, um die Ideen, die Beweggründe, die Fragen von den Menschen und den Institutionen zu hören, zumindest von einer Auswahl, die heute Update Deutschland starten. Wir wollen hören, was sie bewegt, was sie sich davon erhoffen. Update Deutschland ist ein überparteilicher Prozess. Und deshalb freuen wir uns besonders, dass Regierungsvertreter und Vertreterinnen von CDU, CSU, SPD, Grünen und FDP heute zusammen ja, auch das starten und auch zu Wort kommen werden. Vertreter von den drei verschiedenen föderalen Ebenen. Wir werden unterschiedliche Stimmen hören und wir werden auch die Stimmen hören von Herausforderungsgebern. Also Akteuren, die jetzt schon Herausforderungen vorab eingereicht haben. Auch von Wir versus Virus Projekten, die jetzt wieder mit dabei sind. Damit ihr Teile des Organisatorenteams auch direkt kennenlernt, werden verschiedene Teammitglieder von Project Together und Nextcoder jeweils kurz die Moderation übernehmen. Also nicht wundern, wenn ihr sehr viele verschiedene Gesichter seht. So lernen wir uns kennen. Ein paar technische Hinweise. Alle sind erstmal auf stumm geschalten, damit wir keine Geräusche haben. Alle, die sprechen, werden rechtzeitig von uns freigeschaltet. Wir werden mehrmals das Tool Mentimeter nutzen. Da gibt es dann auch gleich noch Ankündigungen dazu, weil wir eben die Stimmung aus der Community direkt zusammentragen wollen. Und über Social Media, wer aktiv ist, der Twitter, über Twitter, Update Deutschland, könnt ihr alles teilen, warum ihr beim Update dabei seid. Jetzt starten wir rein. Mit Wir versus Virus hat die Bundesregierung ein Experiment, ein mutiges Experiment gemacht. Wir haben viel gelernt im letzten Jahr, was klappt, was nicht klappt. Und jetzt gehen wir den nächsten Schritt. Und wir freuen uns sehr, dass das Bundeskanzleramt die Schirmherrschaft übernimmt, dass wir diesen nächsten gemeinsamen Schritt machen. Und deswegen freut es mich sehr, dass Professor Dr. Helge Braun, Chef des Bundeskanzleramts, mit uns heute Update Deutschland eröffnet. Ich möchte Sie, Herr Professor Dr. Braun, sehr begrüßen und möchte Ihnen zum Einstieg die Frage stellen, warum übernimmt das Bundeskanzleramt die Schirmherrschaft und was wünschen Sie sich persönlich von Update Deutschland in den nächsten Wochen und Monaten? Herzlich willkommen. Ja, vielen herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung und einen schönen guten Morgen an alle. Und schon mal herzlichen Dank vorneweg für das Interesse an Update Deutschland, dass schon heute so viele hier sind, die neugierig sind und die schauen wollen, kann ich mich hier engagieren und ist das etwas Sinnstiftendes, wo ich mich einbringen kann. Ja, warum machen wir das als Bundesregierung, diese Schirmherrschaft zu übernehmen? Das Erste,
wir sind immer noch begeistert von dem Erfolg, den wir mit Wir versus Virus hatten, dass so viele Menschen in Deutschland sich auf den Weg gemacht haben, uns bei der digitalen Bekämpfung der Pandemie zu helfen. Das war in einer Situation, die für uns alle schwer ist, ein Moment extrem großer Hoffnung und eine gute Aufbruchsstimmung. Und daraus sind so viele Projekte entstanden, die auch wirklich umgesetzt worden sind. Das heißt, das hat große Relevanz. Und mit Update Deutschland wollen wir diesen Weg von Open Social Innovation einfach weitergehen. Denn eins muss man ganz klar sagen. Häufig, wenn ein Problem auftritt im Land, dann fragt man die Regierung, wie wollt ihr dieses Problem eigentlich lösen? Aber der kreative Teil unserer Gesellschaft, der innovative Teil unserer Gesellschaft, das ist nicht der Staat, sondern das sind wir alle. Und deshalb stellt sich die Frage an alle gleichermaßen zurück nach dem Motto und diese Vorstellung, dass wir jetzt vielleicht auch einfach mal sagen, der Staat stellt die Frage, wir haben ein paar Probleme und was gibt es aus der Community, aus der Gesellschaft für Ideen, wie wir die lösen, wie wir sie auch digital lösen können. Das dreht irgendwie alles auf den Kopf, aber das ist besonders spannend, weil ich glaube, und das hat ja auch damals der Hackathon gezeigt, dass wir mit solchen Projektideen viel schneller ans Ziel kommen, als mit den klassischen Mechanismen, denen sich ein Staat bedient. Wenn wir uns erst überlegen, was ist das Problem, dann überlegt sich der Staat, was ist die Lösung, dann macht er eine Ausschreibung und dann dauert es teilweise Jahre, bis es zu einer Lösung kommt und ob die dann nutzerfreundlich ist und auf die Bedürfnisse von Bürgerinnen und Bürgern passt, das steht dann nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Und deshalb bin ich sehr, sehr froh für die Initiative aller Organisationen, die sich jetzt an Update Deutschland beteiligen. Denn da kommt eine ganz große und kraftvolle Digital-Community zusammen. Und wir wollen das als Bundesregierung wieder begleiten und wollen auch dafür sorgen, dass die guten Ideen, die entstehen, dann auch die nötige Unterstützung bekommen, dass wir sie umsetzen können. Aber wir sind hier auch nicht als Bundesregierung alleine, sondern auch die Länder und Kommunen sind ja heute mit an Bord. Das heißt, alle staatlichen Ebenen machen mit und die Aufgabe ist riesig. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten uns sehr viel mit den unmittelbaren Fragen der Pandemiebewältigung beschäftigt. Und das, denke ich, kann bei Update Deutschland auch noch eine Rolle spielen. Aber noch viel mehr geht es doch um die Fragen, wie kommen wir jetzt gut aus dieser Pandemiezeit raus? Was haben wir daraus gelernt? Und wie sieht ein digitales, modernes Deutschland von morgen aus? Ein Deutschland mit gesellschaftlichem Zusammenhalt, ein Deutschland, das energisch die Klimafolgen bekämpft und klimaneutral wird. Ein Deutschland, was sich auch weltweit wirtschaftlich behauptet, indem es die vielen guten Produkte, auch die es aus Deutschland gibt, so digitalisiert, dass wir da, wo wir heute Weltmarktführer sind, auch morgen noch Weltmarktführer sind. Das sind alles große Fragen. Und deshalb hoffe ich, dass in den nächsten Tagen noch ganz viele hinzukommen, damit dann der Sprint wirklich zu einem großartigen Erfolg wird. Und deshalb ganz herzlichen Dank an die Initiatoren, ganz herzlichen Dank auch an die Stiftungen, die das Projekt unterstützen. Wir als Bundeskanzleramt und ich ganz persönlich bin immer gerne dabei und ich freue mich auf die gesammelte Kreativität unserer Gesellschaft, um Deutschland ein Update zu verpassen. In diesem Sinne, Feuer frei und uns allen einen schönen Event. Vielen Dank, Herr Braun. Feuer frei ist das richtige Stichwort. Und jetzt starten wir rein mit einem kurzen Video. Sie haben die Themen angesprochen, die es jetzt in der Pandemie, nach der Pandemie anzugehen gilt. Und ich würde sagen, Video ab.
Welche guten Ideen haben wir für ein lebenswertes Morgen? Egal, ob es bei der digitalen Bildung ist oder im Gesundheitswesen. Viele Menschen in unserem Land, viele Kommunen brauchen und wollen ein Update. Also, wenn es Informationen gibt, gibt es keine Panik. Da muss ein Update her. Ob es im Homeoffice ist, im Homeschooling oder aber auch in unserem sozialen Miteinander. Stellen wir uns also gemeinsam der nächsten, nicht minder großen Herausforderung in unserer nachhaltigen Zukunft. Weil jetzt Schwarmintelligenz gefragt ist. Jung und alt müssen zusammenarbeiten. Jetzt ist die Zeit, um all unsere Kreativität zu sammeln. Wir als Bürgerinnen und Bürger haben hier eine echte Chance, unsere Ideen direkt und gemeinsam mit dem Staat zur Umsetzung zu bringen. Und die erhöhte Komplexität erfordert noch viel stärker als zuvor, dass wir interdisziplinär und kollaborativ daran arbeiten. Hin zu einer Kultur des Machens, des Anpackens. Also, updaten wir Deutschland. Alle die Ideen und Lösungen, die es in diesem Land schon zu den diversen Bereichen gibt, die zusammenzubringen, um wirklich anzufangen, das Morgen zu bauen. Digitalisierung wird hier gelebt, Innovation wird hier gelebt. Das ist ein gemeinsames Experiment. Macht mit, denn ihr habt die Chance darauf, etwas zu verändern. Mensch, da kriegt man gleich schon ein bisschen Gänsehaut hier. Ganz frei nach, wir sollten mal war gestern, jetzt packen wir es an. Geht's gleich weiter. Auch ein herzliches Willkommen von mir, Vanessa, auch aus dem Team. Hab jetzt die große Ehre, unsere nächste Rednerin vorzustellen, die auch gerade schon im Video sichtbar war. Und zwar, das ist Dorothee Bär, die Staatsministerin für Digitales. Wir freuen uns unglaublich, Sie wieder dabei zu haben. Wir erinnern uns noch an die Zeit vor einem Jahr, als Corona noch ganz neu war, als es total verrückt war, bei Zoom sein Wohnzimmer zu zeigen. Und genau in der Zeit durften wir Frau Bär kennenlernen, freuen uns total, dass sie wieder dabei ist. Frau Bär, ich habe Sie auch schon gesehen. Jetzt ist es ein Jahr später. Wir haben unglaublich viel über Open Social Innovation lernen dürfen, gerade durch die Erfahrungen von Wir vs. Virus, bei der Situation Sie auch von Anfang an auch dabei waren. Frau Bär, warum ist es so wichtig, dass hier jetzt alle BürgerInnen ein Teil des Updates sind, dass wir alle gemeinsam das als Gesellschaft angehen? Ich habe Sie schon gesehen. Wo sind Sie denn? So, vielen herzlichen Dank, liebe Vanessa, für die nette Anmoderation. Eine ganz kleine Korrektur, das war natürlich letztes Jahr nicht aus dem Wohnzimmer raus, sondern tatsächlich habe ich mich bei Wir vs. Virus immer in einem der Kinderzimmer versteckt. Aber das ist ja quasi fast das Gleiche. Ich freue mich sehr, dass so viele unserer Einladung gefolgt sind, bei Update Deutschland dabei sein zu wollen. Ich fand jetzt auch das Video nochmal ganz spannend zu sehen, was es auch für ein breiter gesellschaftlicher Konsens ist. Das ist ja ganz aufregend und für uns auch als Politikerinnen und Politiker immer schön, wenn wir es nicht alleine machen, sondern wenn tatsächlich alle dabei sind, weil genau darum soll es ja gehen, dass die ganze Gesellschaft, dass ganz Deutschland, egal ob in der Stadt oder auf dem Land, sich mitgenommen fühlt und auch vor allem tatsächlich sich einbringen kann. Vor allem, was mir ganz besonders wichtig ist, nicht nur aus familiärer Sicht, weil ich auch sehr viele Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker in der Familie habe, dass wir dieses Ebenenübergreifende hinbekommen, dass unsere Länder dabei sind, dass die Kommunen dabei sind. Das finde ich ganz, ganz großartig, weil nur so gemeinsam geht eben föderaler Staat. Ich glaube, wir teilen alle die Überzeugung, dass es eine echte Gemeinschaftsaufgabe ist, dass wir Deutschland digitaler machen, moderner machen, nachhaltiger machen, dass wir wirklich gestärkt aus dieser Krise hervorgehen. Dieses ganze Schmarrig, sage ich mal, wir brauchen wieder ein Vor-Corona. Das finde ich furchtbar. Nee, brauchen wir überhaupt nicht. Sondern nach Corona darf natürlich kein Vor-Corona mehr sein, sondern das, was aus der Krise gelernt wurde, das, was wir mitnehmen wollen, das ist das Entscheidende. Also eine Gemeinschaftsaufgabe, natürlich der Politik, natürlich der Verwaltung, natürlich auch der Wirtschaft, aber ganz besonders eben der Zivilgesellschaft, der digitalen Community, jedes Einzelnen und jeder Einzelnen. Weil gerade auch unsere Bürgerinnen und Bürger in den letzten Monaten ganz intensiv erlebt haben, was in Deutschland funktioniert. Und ich finde es auch ganz wichtig, immer herauszustellen, auch wo es wirklich gut läuft, weil das wichtig ist. Wir neigen ja auch immer sehr stark dann zum Lamentieren, was alles ganz, ganz furchtbar ist. Aber es läuft auch ganz, ganz viel gut, aber nicht zu verschweigen, wo eben noch Handlungsbedarf besteht und sich da nicht in einen Defätismus zurückzuziehen und zu sagen, oh, alles ganz furchtbar, nee, sondern auch tatsächlich das Heft des Handelns in die Hand nehmen und es ändern wollen. Wir legen eben jetzt nach Wir vs. Virus mit Update Deutschland nochmal den Grundstein, um langfristig mit allen föderalen Ebenen
allen Menschen in unserem Land die Gesellschaft aktiv zu gestalten. Und deswegen ist für mich Update Deutschland auch nicht nur eine Innovationsplattform, wo gesellschaftliche Herausforderungen direkt auch mit Ideen gematcht werden können, sondern auch eine ganz neuartige Form von der Zusammenarbeit zwischen der Zivilgesellschaft und dem Staat. Weil auch das erleben wir ja immer. So dieses Commitment auch für mehrere Jahre, sich einer bestimmten Gruppierung anzuschließen und einfach immer irgendwas zu machen, das gibt es auch, ja, aber nicht mehr so stark, sondern man möchte auch wesentlich schneller so einen Output auch haben. Und auch wenn es eben dann mal für einzelne Projekte ist, das finde ich auch wichtig, weil jeder von uns hat unterschiedliche Zyklen in seinem Leben. Mal hat man mehr Zeit, mal hat man weniger Zeit, mal ist man vor der Familiengründung, mal mittendrin, dann kommen pflegende Angehörige dazu. Manchmal sind eben Zeitfenster da, nicht, aber man möchte in der Zeit, die man hat, natürlich auch was Sinnstiftendes gestalten. Ich bin überzeugt, dass die Open Social Innovation Initiative auch nochmal ein enormes Potenzial für eine neue, für eine digitale Wertschöpfung auch mit sich bringt. Deswegen laden wir da alle ein, diese Herausforderungen für diese lebenswerte Zukunft einzubringen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es auch mal Teil ist für bestimmte Projekte, wo sich auch mal eine Lehrerin oder ein Lehrer sagt, ich schnappe mir für ein Projekt mal meine Klasse. Da gibt es ja auch ganz viele Möglichkeiten, das auch mal vielleicht im laufenden Schuljahr dann auch mitzumachen. Und gerade jetzt durch das New Normal über Videokonferenzen, über Collaboration, eben über digitale Tools, wäre das auch sicherlich noch mal projektbezogen spannender als die 37. Heimat- und Sachkunde-Unterrichtsstunde oder die 50. Wiederholung von unregelmäßigen Verben. Da kann man tatsächlich auch noch mal mit seiner Klasse was Sinnstiftendes machen. Das heißt, wir wollen die Engagierten vor Ort, wir wollen digitale Entwicklerinnen, wir wollen kreative Designer, wir wollen Studentinnen, wir wollen Senioren, wir wollen selbstständige Angestellte, also alle, weil ja immer gefragt wird, wer kann mitmachen. Frage muss man erst stellen, wer kann nicht mitmachen? Und da fällt mir jetzt momentan kaum jemand ein. Wenn jemand dabei ist, der noch eine ungelöste Aufgabe für seinen Alltag hat, wer sich neue Lösungsansätze wünscht oder Sie haben schon eine Lösung in der Schublade, dann hat jeder die Möglichkeit, dabei zu sein. Oder ein Projekt, was man vielleicht begonnen hat, wo man nicht weiß, kann ich das irgendwie weiterentwickeln oder einfach mal mit der Expertise reingehen und sagen, ich habe zwar keine Zeit, aber ich habe eine Idee, vielleicht ist jemand da, der sie umsetzen kann. Das heißt, es gibt für jeden die richtige Rolle bei Update Deutschland. Einzige Kriterium, und da muss sich jeder wirklich mal prüfen und hinterfragen, habe ich einen positiven Willen, etwas zu verändern? Also besitzt dann zwar der Bedenkenträger, Nörgler, nein, dann doch nicht, dann ist es doch nicht für jeden was. Das ist mir nochmal ganz wichtig, wenn wir gemeinsam da ins Gelingen verliebt sind, dann kann das auch funktionieren. Deswegen wollen wir jetzt vom 19. bis zum 21. März, vielleicht auch emotional gut, passend zum Frühling, da ist mir ja auch nochmal besser gelaunt, diesen 48-Stunden-Sprint hinlegen, ein Hackathon, ein Matchathon in einem, neue Lösungen zu erarbeiten, bestehende Lösungen zu skalieren, 3 Tage die Zukunft Deutschlands gestalten, Ideen testen, weiterentwickeln und dann mit vereinter Kraft auch in die Umsetzung bringen. Ich glaube, wir können es gemeinsam machen. Sind Sie dabei, reichen Sie Ihre Herausforderungen ein und machen Sie mit beim Update für Deutschland. Super, Frau Bär, besser hätten wir es nicht sagen können. Vielen, vielen Dank. Am besten hat mir gerade gefallen die Frage, wer könnte denn nicht mitmachen? Da fällt uns kaum jemand ein. Das heißt, alle sind aufgerufen, mitzumachen, teilzunehmen. Und damit möchte ich jetzt auch Sie und euch alle aufrufen, das erste Mal auch interaktiv in diesem Call teilzunehmen. Denn wir möchten jetzt die Möglichkeit geben, für später Fragen an Frau Bär, die Sie ja gerade gehört haben, und natürlich auch Herrn Braun stellen zu können. Und dafür geht es auf menti.com. Also alle mal das Handy rausziehen, auf die Seite menti.com gehen. Da ist der Zahlencode auf der Slide in unserem Chat für alle, die im Zoom dabei sind. Können auch gerne aus dem Chat rauskopieren. Und da geht es auf Mentimeter und da sammeln wir Fragen. Also jetzt gerne schon anfangen. Jetzt ist gerade noch die Erinnerung ganz frisch von den Texten, die gerade kamen von Herrn Braun und von Frau Bär. Also nochmal vielen, vielen Dank für den Aufruf. Und genau, alle sich jetzt kurz Fragen stellen. Was sind die wichtigsten Dinge, die man jetzt noch erfahren möchte, um dann nachher dabei zu sein? Genau, ich sehe schon, einige haben die Handys rausgezogen in den wunderschönen Videos hier. Ich muss selber auch noch überlegen, was ich für eine Frage stelle. So. Super. Ich denke, jetzt haben es alle gesehen. Also nochmal die Zahlen kurz angucken. 2114481. Und sich den merken. Und damit würde ich gerne weitergeben an unseren Heuke. Genau. Wir wollen nämlich jetzt einmal kurz reingehen und nochmal euch erzählen, was ist Update Deutschland, und 5 Minuten nehmen, um Zielablauf und die Themen vorzustellen. Und ich freue mich, das zu machen mit Leonard von Nextcoder, mit denen wir zusammen
Update Deutschland organisieren, zusammen mit den ganzen weiteren Partnern. Und wir haben schon gehört, dass der Zeitpunkt für ein Update jetzt gerade ist und wir rauskommen sozusagen aus der Krise auch mit etwas Neuem, mit neuem Schwung. Und die zentrale Frage, die wir bei Update Deutschland fragen, ist, wie gestalten wir ein krisenfestes, klimaneutrales und demokratisches Deutschland im digitalen Zeitalter? Das ist natürlich erstmal eine große und breite Frage, aber das Ziel von Update Deutschland ist wirklich, dann konkrete Lösungen auf konkrete Herausforderungen zu finden, die eingereicht werden von Bürgerinnen und Organisationen, von der öffentlichen Verwaltung auch aus Vereinen und von jedem Einzelnen. Das Ziel ist dann halt, die Herausforderungen zu bearbeiten, Lösungen zu entwickeln, zu testen und umzusetzen. Und das wollen wir gemeinsam tun, denn auf der einen Seite gibt es viele gute Ideen und viele gute bestehende Lösungen tatsächlich auch schon, überall in Deutschland, aus der Gesellschaft, von Bürgerinnen und Bürgern. Und auf der anderen Seite gibt es auch viele Umsetzungspartner, Organisationen, die die Lösung dann in die breitflächige Nutzung bringen können. Und diese beiden Seiten wollen wir zusammenbringen, also die Ideen und Lösungen auf der einen Seite und die Organisationen, die sie dann in die Breite bringen können, auf der anderen Seite. Damit diese Lösungen dann nicht nur auf dem Papier stehen, sondern auch Realität werden. Total. Und dafür, Holke, springe ich mal ein. Wir haben 6 zentrale Themenbereiche definiert, zusammen mit den Kommunen, zusammen mit unseren Partnern. Und das sind unsere 6 Themenbereiche. Klimaneutrale, lebenswerte Zukunft, Thema 1. Gesundheit und mentales Wohlbefinden. Digitaler Staat und digitaler Verbraucherschutz. Bildung, lebenslanges Lernen und neue Arbeit. Antidiskriminierung, Demokratie, Engagement und last but not least Stadt und Land leben. Und in diesen 6 Themenbereichen haben wir insgesamt 29 Handlungsfelder festgelegt. Also eine Menge Themen, eine Menge Herausforderungen, an denen wir alle zusammen arbeiten können. Holger hat es ja gesagt, wo wir wirklich die Individuen zusammenbringen mit den Initiativen. Update Deutschland, würde ich sagen, ist nicht nur eine Plattform. Update Deutschland ist nicht nur eine Community. Update Deutschland ist auch eine Reise. Und Reise findet immer in vielen Etappen statt. Und die erste Etappe haben wir eigentlich jetzt schon angefangen. Wir sind mittendrin im Herausforderungsprozess. Bis zum 17. März können alle eine Herausforderung einreichen, die wir dann im 48-Stunden-Sprint vom 19. bis 21. März bearbeiten werden, um danach in das Umsetzungsprogramm zu gehen. Das sind 3 Etappen. Eine Reise hört dann eigentlich nie auf. Da kommen wahrscheinlich noch viele, viele weitere Etappen. Aber Holke, du erklärst uns noch mal kurz, was genau in den einzelnen Etappen passiert. Genau. Der Herausforderungsprozess, ab jetzt können Herausforderungen online eingereicht werden unter updatedeutschland.org und wir haben das schon gemacht mit vielen Kommunen. Mit einigen Kommunen haben wir Herausforderungen schon abgefragt. Das heißt, wir wissen auch schon ein paar Dinge, die wirklich wichtig sind. Deswegen haben wir auch diese Themenbereiche ausgewählt. Und ein Beispiel dafür ist, wie können wir besser über kommunale Projekte und Vorhaben informieren und Bürgerinnen in Entwicklung und Umsetzung der Projekte einbinden. Solche und ähnliche Herausforderungen fragen wir ab und wollen dann auch von euch wissen, was sind denn wirklich die relevantesten Herausforderungen. Diese gehen wir dann gemeinsam an am Wochenende vom 19. bis zum 21. März. Das ist der Jahrestag von Wir vs. Virus. Da wollen wir wieder ein großes Aktivierungsmomentum schaffen, gemeinsam. Dann aber davon auch weitergehen in das Umsetzungsprogramm. Denn in einem Wochenende können wir zusammenkommen, können wir auch erste Prototypen schaffen. Aber dann geht es wirklich an die Arbeit, von dem Sprint in den Marathon zu gehen. Hier haben wir jetzt ein Umsetzungsprogramm für 4 Monate, in dem wir die Zusammenarbeit zwischen Partnern stärken wollen, wo wir dann die Dinge austesten wollen, schnell austesten. Und dann wollen wir das nehmen und auf der Zusammenarbeit aufbauen und auch langfristig dann die Lösung nachhaltig umsetzen. Und das ist im Prinzip das, was wir dann unter einem Zukunftslabor tatsächlich verstehen. Ein Zukunftslabor, wo alle in Deutschland miteinander vernetzt sind und an Lösungen gemeinsam arbeiten und diese gemeinsam umsetzen. Das einmal zur kurzen Vorstellung, was Update Deutschland ist. Mehr dazu gibt es dann natürlich auch auf der Website. Und jetzt freue ich mich noch einmal überzugeben an Herrn Braun, denn auch die Heimat von Herrn Braun, Hessen, ist dabei. Ja, das ist so und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass auch
Christina Senemus heute mit im Call ist, unsere hessische Digitalministerin. Und ich bin ja gebürtiger Hesse, habe meinen Wahlkreis in Gießen. Und deshalb freue ich mich ganz besonders. Hessen ist das tollste Bundesland von allen und hat eine ganze Menge Besonderheiten. Zum Beispiel Hessen ist ringsum von Deutschen umgeben. Also wir haben keine Außengrenze, sondern sind alles andere Bundesländer um uns rum. Und deshalb hat Hessen zum Beispiel, damit wir auch ein bisschen Internationalität haben, gleich mal den größten europäischen Verkehrsflughafen. Das macht, glaube ich, auch diesen internationalen Flair des Rhein-Main-Gebiets aus. Also eine Liebeserklärung an Hessen. Und das verbinde ich mit einem herzlichen Willkommen an Christina Senemus und mit der Frage, was sind denn die großen Herausforderungen, vor denen Hessen steht, wo Update Deutschland vielleicht einen Beitrag leisten kann, sie zu lösen? Frau Senemus, sind Sie da? Ich bin da. Sehr schön. Ja, erstmal ganz herzlichen Dank, Helge, für diese Liebeserklärung an Hessen, die ich natürlich teile. Ich grüße von hier aus, liebe Doro Bär, wir haben ein multifunktionales Kinderzimmer. Wir machen das mit Homeoffice, Homeschooling und Homestudenting in einem. Das darf ich heute nutzen von meiner Tochter. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe die, die sozusagen Update Deutschland voranbringen wollen. Hessen ist nicht nur ein internationaler Flugstandort, sondern Hessen ist eines der digitalsten Bundesländer Deutschlands und ein schönes, aber auch eines, was mit der Internethauptstadt Frankfurt zum Beispiel den weltweit größten Datenknotenpunkt hat. Ich weiß gar nicht, ob das jeder weiß, der DC-Knotenpunkt, wo alle Weltdaten durchlaufen, ist hier bei mir um die Ecke in Frankfurt. Wir haben auch ein großes Potenzial an talentierten neuen Köpfen, an denen, die an der TU Darmstadt oder auch in Frankfurt unterwegs sind und hier insbesondere in neuen Themen interdisziplinär denken. Und wir haben eine dynamische Start-up-Szene, die insbesondere im Bereich der künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens unterwegs sind und versuchen hier in Hessen ein Update zu verpassen. Und ich möchte, weil so vieles schon gesagt worden ist, wir wollen gemeinschaftlich ein Zukunftslabor heute eröffnen. Wir wollen gemeinschaftlich in die Zukunft denken und zwar nach der Pandemie die Chancen nutzen, die uns immer auch eine Krise bringt. Und da möchte ich zwei Dinge einfach, die mir heute auch nochmal eingefallen sind, miteinander teilen. Ich habe 1998 mein erstes Unternehmen gegründet, war die erste Mieterin in einem Start-up, großen Räumlichkeiten, viele Quadratmeter und habe dann gedacht, wie soll das wohl gehen? Also wie können wir hier ein Ökosystem entwickeln? Und es hat sich entwickelt. Es hat etwas Zeit gebraucht, es hat aber auch viele Menschen gebraucht, die miteinander anpacken wollten und Mut hatten und Lust hatten, Zukunft zu gestalten. Und dieses Zukunftslabor, dieses Erlebnis des Miteinanders, das Erlebnis sozusagen, die Zukunftsfragen, die wir gemeinsam auch zu lösen haben. Das Thema Klimaschutz ist gefallen. Das Thema ist gefallen, unsere Gesellschaft und Gesundheit in die Zukunft gedenken. Unseren Wirtschaftsstandort im globalen Wettbewerb auch wirklich hier als europäischen Standort digital zu entwickeln. All das sind die riesengroßen Herausforderungen, für die wir stehen und wo wir die Menschen mitnehmen wollen. Und wo wir wirklich, wo ich dankbar darum bin, in dieser Krise erlebt zu haben, wie viele auch miteinander wollen. Und dieses Miteinander, diese auch Emotionalität in dieses Zukunftslabor einzubringen, das, glaube ich, ist eine ganz wesentliche Herausforderung. Und hier stehen wir natürlich auch in Hessen vor der Frage, wie können wir kooperativ in die Zukunft denken? Wie können wir die Schwarmintelligenz von allen so nutzen, dass wir es positiv in ein Update nach der Pandemie bringen. Digitalisierung ist kein Zustand, Digitalisierung ist ein Prozess und dieser Prozess ist integrativer Bestandteil auch dessen, was heute auf den Weg gebracht wird.
Und da freue ich mich, dass wir als Hessen einen Beitrag leisten dürfen. Als Digitalministerin habe ich insbesondere auch die Förderung von digitaler Transformation und Start-ups, Kompetenzen stärken. Das habe ich mit im Blick, um unser schönes Hessen voranzubringen, aber im Konzert von den Bürgerinnen und Bürgern, den motivierten Menschen, die zum Beispiel im Gesundheitssystem, im Start-up- und Gründerzentrum unterwegs sind, denjenigen, die auch Zukunft mit uns denken wollen, die Kommunen, die auch digitaler werden wollen. Und das alles einzubringen in ein großes Ganzes, darauf freue ich mich, denn wir brauchen Mutmacher der nächsten Generation. Und da zählt jeder zu, von alt über jung, von Einzelhändler bis hin zu Hochschulprof. Genau die sollen hier gemeinsam Zukunft denken. Und ich glaube, da können wir in Hessen als eines der digitalsten Bundesländer mit der Internethauptstadt Frankfurt, mit den KI-Talenten, die wir haben, mit unserer Start-up-Mentalität etwas dazu beitragen, auch dieses Ökosystem mit auf den Weg zu bringen, mit einzuspeisen. Denn es ist, wie ich schon sagte in der Anmoderation, ein gemeinsames Experiment. Und das heißt Kooperation, Interdisziplinarität, aber vor allen Dingen Mut machen für die Zukunft. Mutmacher ans Werk. Hervorragend. Vielen Dank dafür. Wir freuen uns sehr, dass Hessen dabei ist als eine der Landesregierungen und da auch schon mal eine Nachricht auch an alle anderen Landesregierungen, die jetzt noch nicht offiziell dabei sind. Aber wir sind auch mit vielen schon in Gesprächen. Wir freuen uns natürlich auch auf alle anderen Landesregierungen. Wir werden heute auch noch von einigen hören. Damit gebe ich einmal weiter an Ege aus unserem Team. Hallo von meiner Seite. Wir gehen jetzt ins Saarland. Ich darf herzlich den Ministerpräsidenten des Saarlands, Herrn Tobias Hans, begrüßen. Bei Wir vs. Virus wurden bereits einige Projekte im Saarland erfolgreich in die Umsetzung gebracht. Und eines dieser Projekte stellt nun Theresa Wilhelm vom Innovationsverbund vor. Guten Morgen auch von mir und vom Innovationsverbund Öffentliche Gesundheit. Wir sind im Prinzip der Zusammenschluss von allen Initiativen, die aus dem Wir vs. Virus Hackathon hervorgegangen sind und mit Gesundheit zu tun haben. Und wir boarden gerade auch ganz fleißig weitere neue Initiativen an und stellen uns langfristig auf, um so Digitalisierung in den öffentlichen Gesundheitsdienst zu bringen. Dabei arbeiten wir unter anderem auch mit dem Saarland zusammen und an der Digitalisierung der Gesundheitsämter dort. Und ich freue mich jetzt, eine Frage an Herrn Hans stellen zu dürfen. Was hat Sie als Ministerpräsidenten eigentlich dazu bewegt, nach Wir vs. Virus jetzt an Update Deutschland teilzunehmen? Und wie planen Sie, die guten Lösungen, die dabei rauskommen, dann auch im Saarland zu implementieren? Ja, vielen lieben Dank, Frau Wilhelm, für diese Frage. Und ich will auch mal einfach Danke sagen für Ihr Engagement im Gesundheitsbereich. Will aber auch mal Danke sagen an Helge Braun, dass er durch auch für die Bundesregierung die Schirmherrschaft übernommen hat über Update Deutschland. Und wir haben ja mit Helge Braun einen Kanzleramtschef, der wie kein anderer Digitalisierung auch unterstützt und vorantreibt. Und deswegen, glaube ich, hat er da auch mal ein Kompliment verdient. Auch aus einem Bundesland, das nicht nur von Deutschen umgeben ist, lieber Helge Braun. Der Bevollmächtigte unseres Bundeslandes für Innovation und Strategie, Amar Al-Kassar, der hat mir bereits unglaublich viel Gutes erzählt über die Zusammenarbeit mit dem Innovationsverbund Öffentliche Gesundheit. Und ich bin froh, dass dadurch verstärkt jetzt digitale Innovationen auch im Gesundheitsbereich kommen und dabei auch direkt mit den Gesundheitsämtern kooperiert wird. Hier bei uns in Saarbrücken zum Beispiel, das ist ein Pilotpartner, wird da ganz intensiv zusammengearbeitet. Und ich finde das super beeindruckend, was da an Potenzialen jetzt innerhalb eines knappen Jahres entwickelt worden sind, um auch wirklich langfristig den öffentlichen Gesundheitsbereich zu unterstützen. Dafür mal ein ganz großes Dankeschön auch ganz zu Beginn. Aber ich will auch auf die Frage direkt antworten. Wir vs. Virus hat uns gezeigt, wie viel Potenzial in der Methodik Open Social Innovation liegt und welches Potenzial gehoben werden kann, wenn echte Herausforderungen aus der Praxis dann auf die Teams treffen, die Lösungen mit einem echten Mehrwert entwickeln wollen. Und ich bin sehr, sehr, sehr davon überzeugt, dass auch in anderen Bereichen solche Potenziale behoben werden sollten. Wenn es
einen Innovationsverbund öffentliche Gesundheit gibt. Warum nicht einen Innovationsverbund Pflege oder einen Innovationsverbund klimaneutrale Mobilität auf dem Land? Und anschließend an Wir versus Virus wollen wir deshalb jetzt im Rahmen von Update Deutschland der Zivilgesellschaft Möglichkeiten geben, hier im Saarland innovative Ideen auszutesten, sie auch umzusetzen, aber vor allem auch in der direkten Zusammenarbeit mit den Kommunen und dem Land. Für die Pilotierung und Umsetzung stellen wir jetzt als Land auch finanzielle Mittel bereit. Also wir stehen da auch zu diesem Anspruch, was voranzutreiben, finanziell. Und wir haben im Land auch Ansprechpartner, um den Prozess zu begleiten, um ihn zu unterstützen. Wir verstehen uns ja im Saarland als kleines Bundesland, aber auch als ein Vorreiterbundesland, als ein Innovationsstandort. Wir haben einen Schwerpunkt im Bereich KI, Cybersicherheit als Querschnittstechnologien. Und wir haben hier an der Saar in unserer Geschichte schon ganz häufig tiefgreifende Wandlungsprozesse, ob die es ökonomische oder soziale Wandlungsprozesse sind, wir haben die alle gemeistert. Wandel gehört zu unserer Kultur. Kern-DNA unserer Digitalisierungs- und Innovationsstrategie ist deswegen auch eine echte Hotspot-Strategie, eine Reallabor-Strategie, um damit eben Innovation ganz schnell in die Anwendung zu bringen. Und ich glaube, dass wir sowohl mit den Exzellenzen in den Forschungsbereichen, aber auch als eine Verwaltung, die so ein bisschen open-minded an die Dinge rangeht, auf Landes- und Kommunalebene ein Standort sind, der hier zu tollen Lösungen beitragen kann. Ich will nochmal betonen, wir sind insgesamt mit Neugier und Offenheit an der Sache. Das braucht man, glaube ich, auch, wenn wir über einen gesamtgesellschaftlichen Restart reden unseres Landes nach der Pandemie. Wir können so neue Wege gehen, wir können den Herausforderungen begegnen, die jetzt auf uns zukommen. Und wir können vor allem jetzt auch Schritte beschreiten hin zu einem lernenden Staat. Das ist, glaube ich, so ein Stichwort, das ganz wichtig ist. Und wir haben hier im Saarland eine breite Phalanx aus Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung eingeladen, sich jetzt aktiv in den Prozess einzubringen. Darauf freue ich mich sehr. Und ich will abschließend betonen, wir sind im Saarland bereit. Lassen Sie uns diesen Restart angehen. Ich freue mich drauf. Vielen Dank, Herr Hans. Wir freuen uns sehr, dass das Saarland so stark aufgestellt ist, auch mit dem Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit als Regionalpartner. Vielen Dank an dieser Stelle auch an Herrn Professor Michael Backes für die tatkräftige Unterstützung. Gut, als nächstes würden wir vom Saarland gerne weiter in den Süden nach München gehen. Ich darf übergeben an Frau Bär. Ja, vielen herzlichen Dank. Konkurrenz belebt das Geschäft und ich freue mich sehr, dass so viele Bundesländer dabei sind und ganz besonders freue ich mich natürlich auch, dass Bayern so prominent vertreten ist und nicht nur Bayern, sondern auch unsere Landeshauptstadt München. Und ich freue mich riesig, dass die zweite Bürgermeisterin Katrin Habenschaden heute bei uns ist. Früher hieß es ja mal in Bayern Laptop und Lederhose, heute heißt es Dirndl und Digitalisierung. Und deswegen, liebe Katrin, möchte ich dich ganz besonders fragen, warum hast du dich entschieden, gemeinsam mit München Update Deutschland nach vorne zu bringen? Was erhoffst du dir für Bayern, aber vielleicht auch für München, gerade für das Thema Großstadt? Wie wollt ihr da dabei sein? Ja, erstmal vielen Dank, Doro Bär, natürlich für die Anfrage an mich als die Bürgermeisterin, die sowohl den Wirtschaftsbereich, aber gleichzeitig eben auch den Bereich Umwelt- und Klimaschutz verantwortet. Mein Team und ich, wir freuen uns sehr, heute beim Auftakt von Update Deutschland dabei zu sein, aber eben auch insgesamt. Ja, die Frage, München ist ja schon immer eine Stadt der Macherinnen und der Tüftlerinnen und wir halten wirklich nicht viel von diesem mittlerweile schon viel zitierten man müsste mal, sondern es muss einfach angepackt werden. Ich glaube, das teilen wir aber auch mit der ganzen Bundesrepublik und wir denken, mit Update Deutschland können wir das weiter ausbauen und damit auch München noch mehr zu dem Ideeninkubator machen, bei dem sich einfach die verschiedensten Akteurinnen zusammen an Lösungen setzen. Ob bei uns die alteingesessenen Unternehmen, unsere wirklich sehr agile Start-up-Branche, die Unis und die Hochschulen in München. München ist ja vor allem wegen dieser Vielfalt auch ein Hub für Innovationen, die wir gerne auch in diesen Prozess so mit einbringen können. Aber Update Deutschland bietet ja daneben auch noch die Chance, also neben der Wirtschaft auch ganz viele Bürgerinnen und Kolleginnen auch aus der Verwaltung in diesen gemeinsamen Innovationsprozess eng mit einzubinden. Und das ist meines Erachtens auch das große Plus dieser Initiative. Für mich ganz persönlich ist es nämlich so, dass es kein
die Politik oder die Wirtschaft oder die Verwaltung gibt. Es gibt gemeinsame Aufgaben, es gibt große Aufgaben, in dem Fall unsere Zukunft zu sichern. Und es geht einfach nur, wenn alle zusammen an einem Strang ziehen. Wir Kommunen, wir starten ja in ein Jahrzehnt der Transformation, beziehungsweise sind da schon reingestartet. München ganz explizit möchte beispielsweise bis 2035 klimaneutral werden. Dem Ziel lassen sich ganz unterschiedlichste Prozesse zuordnen, die Verkehrswende, die Digitalisierung selbstverständlich, aber eben auch die Energiewende und all diese Fragen, die damit zusammenhängen, die können natürlich abstrakt und eher politisch diskutiert werden, aber sie reichen eben auch immer ganz tief in den Alltag, in meinem Fall der Münchnerinnen und Münchner, also der Menschen auch in den Kommunen hinein. Und ich freue mich deswegen sehr, dass Update Deutschland auch natürlich deutschlandweit organisiert ist und wir aber so als Kommune die weiteren Verbindungen mit anderen Kommunen und, ist auch schon angesprochen worden, über die föderalen Ebenen hinweg nützen können. Auch ein großes Plus dieser Initiative. Weil wenn wir ehrlich sind, dann sind zwar manchmal die Rahmenbedingungen etwas unterschiedlich, aber wir stehen doch eigentlich alle miteinander vor den ähnlichen bzw. gleichen riesengroßen Herausforderungen. Und deswegen wünsche ich mir auch, Dorobert, dass möglichst viele Kommunen an Update Deutschland teilnehmen, dass wir voneinander lernen, dass wir hier auch profitieren können von den Best-Practice-Beispielen. Ich freue es auch, dass mit der BMW Foundation ein Regionalpartner Update München stark unterstützt. Und ich persönlich werbe an der Stelle natürlich auch persönlich dafür, dass möglichst viele Akteurinnen der verschiedensten Stadtgesellschaften mitmachen. Das macht die Initiative groß. Wir in München aber auch, unser ganzes Land braucht ein Update. Der richtige Zeitpunkt dafür ist definitiv jetzt. Deswegen sage ich danke. Ich sage danke für die sagenhafte Initiative und danke an alle, die hier mitarbeiten. Liebe Frau Habenschaden, vielen Dank. Wir freuen uns sehr, dass Sie dabei sind. Sie haben es gerade schon angesprochen, regionale Partnerschaften sind ein Kernelement von Update Deutschland. Und genau das wollen wir uns jetzt genauer anschauen, wie das bei Wir vs. Virus schon ganz toll funktioniert hat. Sehr gerne hätte ich an dieser Stelle Herrn Dirk Schröter, Chef der Staatskanzlei Schleswig-Holstein, begrüßt. Leider musste er in letzter Minute absagen. Trotzdem freue ich mich sehr, dass wir Tim Komischke hier haben. Tim hat mit Sterbenotruf eine ganz tolle Initiative gestartet, die in Schleswig-Holstein auch schon super Partnerschaften aufgebaut hat. Lieber Tim, erzähl uns doch gerne, welche Herausforderungen ihr angeht und welche Partnerschaften ihr gestartet habt. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Braun, Frau Beer. Schön, dass wir uns hier wiedersehen in diesem Format. Herr Schröder heute dann ja leider verhindert. Liebe Update Deutschland, Auftaktteilnehmerin hier in der Runde. Wir sind heute hier mit unserer großen Vision. Kein Mensch soll einsam sterben müssen. Und das ist eine Vision, die sich im Laufe unserer Arbeit im letztjährigen Wir vs. Virus Hackathon und im Solution Enabler Programm, Umsetzungsprogramm entwickelt hat. Eine Phase sicherlich, wo die Pandemie einen großen Fokus und wie ein Brennglas auf gesellschaftliche Probleme geworfen hat. Und bei unserer Arbeit mussten wir feststellen, dass in Deutschland zurzeit 80% aller Menschen nicht so sterben dürfen, wie sie sich das wünschen, und über 10% auch schon in Einsamkeit sterben müssen. Für diese Menschen und ihre Zugehörigen, da gibt es bisher keine flächendeckende psychosoziale Notfallversorgung in Deutschland. Und diese schwerwiegende Versorgungslücke, die werden wir jetzt mit dem Sterbenotruf Deutschland vergleichbar mit dem bekannten medizinischen Notruf 112 schließen. Ja, wir freuen uns auch in verschiedenen Ländern, unter anderem Schleswig-Holstein, halt im Hospiz- und Palliativverband Schleswig-Holstein mit der Landeskoordinationsstelle für Hospiz- und Palliativarbeit, mit dem städtischen Krankenhaus Kiel starke Partner für eine Umsetzung gefunden zu haben. Und wir möchten uns auch für die Unterstützung von politischer Seite schon einmal bedanken, insbesondere bei Joschka Knut vom Bündnis 90 Die Grünen, der mit der Jamaika-Koalition in Schleswig-Holstein den Beschluss einer Umsetzungsmöglichkeit eines Sterbenotrufs-Pionierprojekts im Landtag Schleswig-Holstein beantragt hat. Generell ist Schleswig-Holstein, was Digitalisierung, soziale Koordination, Entrepreneurship und Social Innovation Strategien angeht, sehr zukunftsorientiert aufgestellt. Das freut uns natürlich auch besonders sehr, dass da halt dann auf regionaler Ebene, auf Landesebene so eine große Bereitschaft dann auch da ist, wirklich gesellschaftliche Probleme anzugehen und die Umsetzung zu stärken. Ja, die Frage an Herrn Schröder wäre jetzt gewesen, was denn die Landesregierung insbesondere motiviert, aber vielleicht, ich weiß nicht, ob wir noch jemanden aus Schleswig-Holstein hier haben, gerade von den genannten Jamaika-Koalitionspartnern, ich denke nicht.
Vielleicht noch die Frage dann an Dorobert oder an Helge Braun, wie denn da die Zusammenarbeit aussieht, auch von Bundesebene auf die Länderebene, dass halt tatsächlich die Länder in die Bereitschaft versetzt werden, halt solche Lösungsansätze wie den Sterbenotruf Deutschland halt in die Umsetzung und auch hin zur tatsächlichen Wirkungsentfaltung zu bringen. Also gibt es da auch noch eine Zusammenwirkung? Ja, danke, Tim. Ich würde mal ganz kurz hier an der Stelle übernehmen. Unser nächster Programmpunkt wären tatsächlich nämlich auch die Fragen, die jetzt ganz am Anfang über auch Mentimeter gestellt werden konnten. Ich habe jetzt hier gerade auch schon mal eine Frage für Sie, Herr Braun, ausgewählt. Und zwar wäre das die folgende. Herr Braun, wenn Sie nicht Chef des Bundeskanzleramts wären, für welche Herausforderungen würden Sie bei Update Deutschland Lösungen entwickeln wollen? Vielleicht haben Sie ja auch schon eine Lösungsidee. Also ganz aktuell natürlich, man steckt ja so in meinem Arbeitsalltag jetzt sehr in der Corona-Krise fest. Und die größte Herausforderung, wo wir, glaube ich, jetzt mal eine digitale Lösung bald brauchen, ist, wenn wir alle jetzt die Selbsttests bekommen für zu Hause, wenn ich in irgendein Testzentrum gehe, kriege ich eine Bescheinigung, dass ich einen negativen Test habe. Wenn ich zu Hause einen Selbsttest mache, dann ist erstmal sozusagen, dann fehlt mir einfach dieser Nachweis. Und ich glaube, dafür eine digitale Lösung zu erarbeiten, das wäre jetzt etwas, das reicht nicht auf jetzt die nächsten Jahre, aber das ist eine unserer ganz akuten Herausforderungen, wenn man was Relevantes machen will, immer mit kurzfristig, dann wäre das sicherlich so ein Ding. Aber also ich glaube, das, was so generell etwas ist, finde ich, dass das ganze Thema der Elektromobilität und der Steuerung von Lademöglichkeiten und so. Also ich habe selber ein Elektroauto in Berlin. Und ich finde, dass das nicht vorangeht, das liegt an so vielen tausend einzelnen Problemen, dass Leute falsch parken an Ladesäulen und so. Und das ist also für denjenigen, der heute sozusagen Early Mover ist und wirklich Elektromobilität lebt, gibt es noch so viele Unannehmlichkeiten. Und da habe ich auch immer gedacht, wenn ich mal so ein paar Wochen Zeit hätte und müsste jetzt nicht gerade die Probleme im Kanzleramt lösen, immer gedacht, irgendwie das Leben von Elektromobilisten in der Großstadt ein bisschen komfortabler zu machen. Da entwickelt man im Alltag ständig Ideen und da würde ich mich dann auch drum kümmern, wenn ich die Zeit hätte. Aber so löse ich meistens die Probleme, die morgens im Kanzleramt einem auf den Tisch geschwemmt kommen. Ja, das glaube ich. Aber ich bin mir sicher, dass trotzdem viele Herausforderungen auch zum Thema Elektromobilität eingereicht und auch bearbeitet werden. Mit Blick auf unseren nächsten Programmpunkt freuen wir uns jetzt, dass die niedersächsische Landesregierung ebenfalls bei Update Deutschland dabei ist und wir heute auch schon zwei Herausforderungen aus Niedersachsen vorstellen können. Zunächst möchte ich Delia Balzer, die Projektleiterin der Landesinitiative Niedersachsen Generationengerechter Alltag, begrüßen, die eine der Herausforderungen kurz vorstellt. Und dann an den niedersächsischen Minister für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung, Dr. Bernd Altusmann, übergibt, den ich ebenfalls jetzt ganz herzlich begrüßen möchte. Hallo, grüß dich. Vielen Dank, Johanna, Herr Braun. Viele Vereine und ehrenamtliche Tätige sind digital noch nicht ausreichend gut aufgestellt. Fast 2/3 der 75-Jährigen und älter sind offline. Dabei sollten wir digitale Teilhabe für alle ermöglichen und die Digitalkompetenz bei älteren Menschen stärken und gleichzeitig die Digitalisierung für das Ehrenamt attraktiver machen. Die Herausforderung, die sich hier stellt, wie kann es insbesondere in Vereinen gelingen, den Nachwuchs über digitale Tools zu erreichen, ohne dabei ältere ehrenamtlich Tätige zu verlieren? Herr Minister Dr. Altusmann, warum beteiligt sich unser Bundesland beim Open Social Innovation Prozess Update Deutschland und welche Kompetenz kann Niedersachsen einbringen? Ja, herzliche Grüße aus der Landeshauptstadt Hannover, aus Niedersachsen. In alle anderen wunderbaren Bundesländer natürlich ist Niedersachsen auch eins der ganz besonders schönen. Wir sind ein Bundesland, das stark geprägt ist von der Automobilität, das stark geprägt ist von der Ernährungswirtschaft, von der Energie,
Industrie, von der Luftfahrt, von der maritimen Wirtschaft, aber auch vom Life-Science-Bereich. Und wenn ich über Niedersachsen für die nächsten 10 Jahre nachdenke, bin ich fest davon überzeugt, dass es uns gelingen muss, durch ein Update Niedersachsens, durch ein Update Deutschlands, am Ende eine Vision zu entwickeln, dass wir Digitalisierung zu einem echten Mehrwert für die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes machen. Und insofern geht es am Ende darum, dass diese digitale Teilhabe, Frau Balzer, dazu dienen sollte, dass es allen 8 Millionen Niedersachsen, aber insbesondere den älteren Menschen unseres Bundeslandes auch gelingen muss, digital teilzuhaben an gesellschaftlichen Entwicklungen, an wirtschaftlichen Informationen und Kommunikation über aktuelle Themen. Natürlich die Corona-Pandemie, und das hat Helge Braun ja zu Recht gesagt, hat unser Land im Moment sehr, sehr im Griff, fordert uns alle heraus. Und ich denke, Corona hat auch so manche Schwäche bei uns sehr schonungslos aufgedeckt. Insofern muss es uns jetzt gelingen, ein Stück weit krisenfester zu werden, wie neudeutsch immer gesagt wird, resilienter. Und zur Resilienz gehört eben auch, dass wir die Menschen nicht vergessen, die Teil unserer Gesellschaft sind, ob nun alte oder junge, aber insbesondere Seniorinnen und Senioren, bei denen es darum geht, sie im Lockdown über Videokonferenzen, über Telemedizin, über Arztbesuche digital weiterhin am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu lassen. In ähnlicher Form gibt es hunderte Herausforderungen, für die wir nicht immer klare Antworten schon heute haben. Und deshalb haben wir alle Ressorts, alle Kommunen, alle Träger, alle Verbände in Niedersachsen eingeladen, um diese Herausforderung zu sehen, zu melden und dann mit Innovationen nach guten Lösungen zu suchen. Ich glaube, Update Deutschland bietet uns genau diese Möglichkeit, gemeinsam zu lernen, was jetzt funktioniert und was gegebenenfalls auch nicht funktioniert. Und dem Grunde nach brauchen wir jetzt so etwas wie Schwarmintelligenz. Von München bis nach Hannover, bis nach Kiel, Schleswig-Holstein oder auch aus dem Saarland. Wir brauchen das Engagement aller Bürgerinnen und Bürger in unserem Bundesland. Jeder Bürger soll jetzt gefragt werden. Jeder von Ihnen, jede von Ihnen kann jetzt mit anpacken. Wir werden einen 48-Stunden-Sprint vom 19. bis zum 21. März anbieten. Dabei kann jeder mitmachen. Ein riesiges Angebot. Und ich lade alle Niedersachsen ein, bei diesem Update, Niedersachsen-Update, Deutschland ein Stück weit mitzumachen. Und für die Corona-Pandemie konnten wir in Niedersachsen bereits einige vielfältige digitale Lösungen entwickeln. Denken Sie am Ende auch an die Incognito-App zur Selbsthilfe bei Opfern häuslicher Gewalt aus dem Hackathon Wir versus Virus. Lassen Sie uns dieses Potenzial erneut ausschöpfen. Ich freue mich, dass bei der Landesinitiative Generationengerechter Alltag viele engagierte, hoch engagierte Akteure in Niedersachsen sich bereit erklärt haben, zugesagt haben, hier mitzumachen. Das Innovationszentrum Hafen in Hannover, die Initiative Startup Niedersachsen, die Leuphana-Universität aus Lüneburg, um nur einige wenige zu nennen. Ich hoffe, dass uns in Deutschland ausreichend bewusst ist, dass wir schon ein Stück weit gut vorangekommen sind. Aber für ein Industrieland wie Deutschland, ein Industrieland auch wie Niedersachsen, Hessen, Bayern, Schleswig-Holstein, Saarland oder andere, wird es am Ende notwendig sein, über digitale Lösungen und eine Digitalisierung unseres Landes die Wettbewerbsfähigkeit, Wohlstand für unser Land auch in den nächsten Jahren zu sichern, aber eben auch gesellschaftlichen Zusammenhalt und gerade mit Blick auf die ältere Generation eine ganz besonders wichtige Herausforderung. Deshalb lassen Sie mich abschließend eine Frage stellen. Unsere Landeshauptstadt Hannover ist bei Update Deutschland dabei und hat schon zahlreiche Herausforderungen gemeistert. Ich freue mich sehr, dass die Fachbereichsleiterin des Fachbereichs Senioren, Frau Vogt-Hansen, bei uns ist, sie begrüßen zu können. Und Frau Vogt-Hansen möchte uns die Herausforderungen einer Landeshauptstadt mit rund 500.000 Menschen und darunter eben zahlreiche ältere Menschen einmal kurz darstellen. Haben Sie Ihr Konzept, Ihre Herausforderung schon eingereicht, Frau Vogt-Hansen? Ich darf an Sie übergeben. So, Frau Vogt-Hansen.
So, Entschuldigung. Herzlichen Dank, Herr Dr. Althusmann, und herzlichen Dank auch in die Runde nochmal, dass wir als Landeshauptstadt uns hier kurz auch vorstellen können mit unseren Herausforderungen. Ja, wir haben schon eingereicht und wir haben sogar zwei Herausforderungen herauskristallisiert aus der Vielzahl der Herausforderungen, die ja in der Corona-Zeit auf uns alle niederprasseln. Und zwei werde ich jetzt heute hier nicht vorstellen, aber eine möchte ich kurz darstellen. Und es geht ein bisschen in die Richtung, die Frau Beißer eben auch vorgestellt hatte. Wir benötigen einfach Unterstützungsangebote, die eine Brücke darstellen zwischen der analogen und der digitalen Welt, also der Lebenslagen, und so, dass eben auch Ältere, die nicht so digital kompetent aufgestellt sind, in Zukunft auch weiterhin in der Mitte unseres Lebens, also in die gesellschaftliche Teilhabe ausüben können. Das halten wir für immens wichtig, und das hat auch was mit Einsamkeit und Verhinderung vor allen Dingen von Einsamkeit zu tun. Aber Teilhabe ist, glaube ich, eines der wichtigsten Themen unserer Zeit. Und wir haben auch vor, einen entsprechenden Fachbereich ins Leben zu rufen. Gesellschaftliche Teilhabe wird er heißen. Und da sehen Sie schon, wie wichtig uns das ist, in der Landeshauptstadt damit voranzugehen. Teilhabe, Digitalisierung, das gehört zusammen. Soweit vielleicht für heute. Wir sind dabei. Sehr cool. Und das nur als ein Beispiel von vielen Herausforderungen, die uns schon erreicht haben und auch in der nächsten Zeit noch erreichen werden. Vielleicht, bevor wir gleich noch ein kleines Grußwort auch aus Hamburg und NRW hören, noch mal einmal direkt die Frage an Helge Braun und Dorothee Beer. Warum sollten Bürgerinnen und Bürger jetzt bei Update Deutschland dabei sein und eigentlich sich direkt vielleicht heute sogar für den 48-Stunden-Sprint anmelden? Vielleicht als erstes an Sie, Frau Beer. Ganz knackig und kurz ein Satz. In den letzten 12 Monaten hat jeder in seinem eigenen persönlichen Lebensumfeld ja gemerkt, wo er noch Verbesserungsbedarf sieht. Und jeder hat eine Idee im Kopf, die ihm rumspukt. Und die Idee kann gar nicht klein genug sein, sondern sie ist etwas, was auch hochskalierbar ist. Das heißt, ich glaube, es liegen 1000 Ideen in Hunderttausenden von Schubladen. Also sollte jeder dabei sein. Also mitmachen. Und Helge Braun, ganz kurz an Sie. Warum sollten alle mitmachen? Es gibt nichts Schöneres, als wenn man eine Idee hat und hinterher sieht, dass sie Wirklichkeit wird. Das hat mich motiviert, Politik zu machen. Und sowas wie Update Deutschland gibt jedem die Chance, an so einem Erfolgsprozess teilzuhaben. Das ist doch super. Absolut. Ich glaube, das ist auch das, was uns alle, was uns als Zivilgesellschaft, als Bürgerinnen und Bürger, uns bei Project Together jeden Tag antreibt, zu sagen, wir wollen es anpacken, wir wollen machen, wir wollen mutig sein, wir wollen groß denken und wir wollen gemeinsam gesellschaftliche Probleme lösen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Damit würde ich jetzt aber auch noch mal einmal an die Community geben, sozusagen an die, wir haben heute ja nur ein paar Gesichter und Stimmen gehört hier im Call, aber eigentlich sind es ja vor allem ganz, ganz viele Menschen auch da draußen. Das sind Bürgerinnen und Bürger, das sind Zivilgesellschaft, das sind Organisationen, das ist natürlich aber auch die öffentliche Verwaltung. Und in alter Wir versus Virus-Tradition möchten wir jetzt auch Update Deutschland mit einem Twitter-Storm beginnen. Ich habe schon gesehen, der Hashtag Update Deutschland trendet sogar schon. Und genau das wollen wir jetzt unterstützen. Deswegen nehmt jetzt einmal alle eure Handys raus und unter dem Hashtag Update Deutschland oder auch @de_update. Warum bist du, warum seid ihr, warum sind Sie bei Update Deutschland dabei? Gerne jetzt einmal twittern, und ich finde, bei Twitter ist das so schön, da sieht man richtig, wenn wir jetzt gemeinsam das anpacken und gemeinsam zum selben Zeitpunkt twittern, wie groß dann auch eine Stimme hier werden kann. Und es ist definitiv mein größter Zoom-Call mit über 500 Menschen hier im Call. Also jetzt twittern. Damit würde ich dann noch twittern. Und damit jetzt ganz kurz einmal an die Video-Statements aus Hamburg und an Leonard. Vielen Dank, Henrike. Schwarmintelligenz ist ein großes Thema, glaube ich, hier in dem Zoom-Call. Schwarmintelligenz auch ein großes Thema oben im Norden. Wir freuen uns, dass Hamburg als Stadtstaat mit dabei ist. Und wir haben jetzt eine Videomessage vom Chef der Staatskanzlei Hamburg, Jan Pörksen. Ich würde sagen, macht's ab. Hamburg ist dabei bei Update Deutschland. Ich danke allen für die Initiative, allen, die unterstützen, und vor allem allen, die mitmachen. Wir freuen uns auf diese Initiative, weil sie in eine Zeit trifft, wo wir wieder Hoffnung brauchen und wo wir einfach die Dinge anpacken müssen. Als Großstadt sind wir Veränderungen gewohnt, wir sind auch Krisen gewohnt, aber Corona hat uns ganz schön alle erwischt und uns in vielen
Bereichen wirklich ins kalte Wasser gestoßen. Aber wir haben viel gelernt. Wir haben einen enormen Schub bei der Digitalisierung wahrgenommen. Wir müssen mit dem Homeoffice klarkommen. Aber wir haben auch viele Fragen, die noch offen sind. Und vor allen Dingen fragen sich viele, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Wie kriegen wir, gerade weil sich viele Sorgen machen, auch Fragen bewegt, wie geht es wieder los? Wie können wir unsere Wirtschaft wieder in Gang bringen? Was wird aus unserer Stadtgesellschaft, aus unseren Innenstädten? Und deswegen ist Update Deutschland so eine gute Initiative, weil wir wollen die Kraft aller nutzen. Wir wollen, dass alle mitdenken und nicht nur über Probleme und Herausforderungen sprechen, sondern sich ganz konkret überlegen, das ist meine Idee und die kann ich auch umsetzen oder die können wir gemeinsam umsetzen. Ich bin sehr gespannt, wie das funktioniert. Es ist neu. Es ist für Verwaltung auch ein bisschen mutig, aber wir sind sehr gespannt und ich hoffe, dass dabei viel Konkretes rauskommt für unsere Stadt, aber auch für unser ganzes Land. Vielen Dank. Und in Hamburg haben wir auch viele Regionalpartner am Start, die mit dabei sind. Die Holistic Foundation von Benjamin und Janina Otto. Wir haben die ganze Social Entrepreneurship-Szene mit VivaCon Agra, mit Ashoka, mit dem Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland als starke Partner in Hamburg. Von Hamburg in mein Heimatbundesland Nordrhein-Westfalen. Hier freuen wir uns sehr auf eine Videomessage von Professor Andreas Pinkwart, Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie. Rüber nach NRW. Mats ab. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich über die Initiative Update Deutschland, eine bundesweite Initiative, die sich an die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land richtet, an die verschiedenen politischen Ebenen, Bund, Länder und Kommunen und die Zivilgesellschaft, mit der großen Chance aus den Erfahrungen, die wir jetzt während der Pandemie gewonnen haben und den neuen Möglichkeiten auch der Digitalisierung, Zukunftsentwürfe für unser Land zu entwickeln, nächste große Schritte auch gemeinsam zu denken und in die Umsetzungsreife zu führen. Hierzu gibt es eine gemeinsame Plattform, eine Ideenplattform, ein großes Reallabor. Ich finde das großartig, wenn wir unsere Kräfte bündeln, wenn wir die neuen Technologien, neuen Fähigkeiten auch einbringen, um unsere Zukunftsherausforderungen noch besser lösen zu können. Seien es die großen Themen der Digitalisierung, des Klimaschutzes, aber auch der weltweiten Zusammenarbeit, der Nachhaltigkeit. Alles große Themen. Ich glaube, Deutschland kann viel dazu beitragen, dass wir diesen Herausforderungen in Zukunft besser begegnen können. Nicht nur hier bei uns, sondern auch in Europa, weltweit. Machen Sie mit, helfen Sie Deutschland und der Welt, dass wir die Chancen der Zeit rechtzeitig nicht nur erkennen, sondern auch nutzen können. Jetzt haben wir viele Statements gehört. Wir haben gesehen, irgendwie ganz, über ganz Deutschland weg sind Partnerinnen und Partner dabei. Aber in typischer, ich sage jetzt mal Project Together-Manier, wollen wir jetzt ja in die Umsetzung kommen und ins Machen kommen. Wir wollen nicht nur hören und reden, sondern wir wollen loslegen. Und damit ganz konkret, was machen wir jetzt und wie geht es weiter? Bringt ihr Update Deutschland in Ihre Region oder Stadt, wenn es noch nicht da ist? Nummer zwei, ab jetzt und ab sofort Herausforderungen einreichen, wir clustern die und bereiten die auf. Nummer drei, am besten heute direkt für den 48-Stunden-Sprint anmelden, 19. bis 21. März finden wir die Energien, legen los, Startschuss für das Umsetzungsprogramm und am besten einfach direkt alle einladen, Oma, Opa, Tante, Onkel, junge Menschen, Bürgerinnen und Bürger. Meine Tante war das letzte Mal dabei, also alles geht. Einladen für den 19. bis 21. März. Denn ja, in diesem Sinne, raus aus der Krise, rein in die Zukunft. Update Deutschland ist gestartet. Wir freuen uns riesig, Riesenenergie im Team. Jetzt geht's los. Wer noch drin bleiben möchte, hier im Anschluss nach einer ganz kurzen Pause geht es weiter. Wir können uns austauschen, uns gegenseitig kennenlernen. Auch die Leute, die jetzt geredet haben, einige von Ihnen werden da bleiben, können sich kennenlernen, wir können sich bei Herausforderungen austauschen. Jetzt aber die kurze Pause und viel Spaß. Danke, dass Sie alle dabei waren.